Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Quantus, und heute mal ganz was Neues. Und zwar einen neuen Account. Wie komme ich am schnellsten hoch? Was baue ich als erstes aus? Das will ich euch jetzt mal Stück für Stück zeigen. Also, ich habe jetzt noch nichts groß ausgebaut. Das erste, was ich mache, ich muss erstmal mein Goldlager verbessern. Hallo Max Green, weil ich muss unbedingt so schnell wie möglich in einen Clan rein. So, jetzt muss ich die 10 Gems muss ich ausgeben. So, jetzt bin ich schon Level 2. Jetzt kann ich das Rathaus auf Level 3 machen. Da muss ich die 7 Gems halt ausgeben und auch die 40. So, jetzt habe ich genug Kapazität, um die Clanburg auszubauen. Kostet 25 Gems. Ja, hi. Ja, ZB ist auch mit im Stream. Diesen Account werden wir beide spielen. So, ich habe jetzt schon mal die Clanburg. Das heißt, jetzt kann ich in einen Clan eintreten. Nee, hab ich schon. Ich habe Max Larkies, dann geht's schneller. Habe ich schon einmal ausgebildet. So, ich gehe jetzt in meinen Community-Clan, der morgen halt den Clan-Krieg hat. Hi Wyskill, hi Finfin. So, ja, ich bin jetzt gerade dabei. So, jetzt muss ich erstmal den Clan suchen. So, Clan Level 5, da ist er. Beitreten. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass keiner spenden soll. Ihr macht jetzt eine Anfrage. Nicht spenden. Und ich spende mir nämlich pro Anfrage immer einen Loon. So, jetzt spende ich mir ein Lucky. Jetzt habe ich ein Lucky und jetzt gehe ich in die Kobold-Mission. Das Gute ist nämlich, dass man jetzt setze ich die Clan-Truppen und der Lucky macht das Dorf nieder. Es gibt in den ersten Kobold-Missionen gibt es halt keine Luft, also keine Death, die Lufteinheiten schädigen kann. Und deswegen gewinnt man hier jeden Kampf. Und wenn ich setze deswegen nur ein Lucky, weil ich ja am Anfang 10 Minuten brauche, um eine neue Anforderung zu starten. Hallo Potato. Willkommen. So, jetzt, wenn ich dieses Ding hier, also es kostet alles natürlich ein bisschen Zeit, aber es kostet halt so gut wie gar kein Geld, weil das Spenden tut ja jemand anders. Also wenn ihr einen großen Account habt, dann könnt ihr euch halt selber immer ein Lucky spenden und so kriegt ihr halt den Account schnell hoch. Ne? Jetzt haben wir hier 1000 und 1500. Ich habe schon den nächsten gespendet, den nächsten Lucky, aber wir können jetzt mit dem, was wir jetzt quasi bekommen haben, da können wir schon was bauen. Wir bauen jetzt hier mal ein Elixierlager, ein Goldlager. Dauert ja nur 10 Sekunden. So, dann alles, was nur 10 Sekunden ist, bauen wir erstmal. Dann bauen wir das Armeelager. Das dauert zwar 5 Minuten, aber hier gibt es jetzt auch einen Trick. Und zwar, es kostet jetzt, Fertig-Gem würde es 2 Gems kosten, aber wir warten bis 4 Minuten und bis 4 Minuten und 6 Sekunden, dann kostet es nämlich nur noch ein Gem, das fertig zu machen. So, dann können wir hier noch
Goldmine bauen. Also die Sachen, die richtig schnell gehen, den baut ihr natürlich als allererstes. So, gleich haben wir es soweit. So, jetzt kommen wir in den Bereich hier. Seht ihr, ich glaube sogar bei 7. Nee, bei 6. Da. 4 Minuten 6 und dann nur noch ein Gem. So. Jetzt haben wir, ich glaube, nee, warte mal, eine Goldmine. Nee, eine Goldmine kann ich jetzt nicht mehr bauen. Das kann ich auch noch nicht bauen. Aber ich kann jetzt hier noch eine Kanone bauen. Bogiturm kann ich auch nicht mehr bauen. Da fehlt das Gold. Also machen wir das nächste Kobalt-Level. Wieder nur ein Laki. Dauert natürlich ein bisschen, aber wie gesagt, ihr könnt nicht verlieren. In diesen Kobold-Missionen habt ihr ja unendlich viel Zeit. Hallo Replexi. Ja, der Account, das wird ein Community-Account. Also den werde ich mit ZB zusammen machen. Und wie gesagt, es sind so ein paar Tipps, wie man schnell einen Account hochbekommt, ohne groß Aufwand und ohne Risiko. Also man hat ja am Anfang, wenn man einen Account macht, hat man, glaube ich, 2 Tage Schild oder sogar 3 Tage, werden wir gleich sehen. Und 3 sagst du? Okay. Und ja, also wie ihr seht, man kann einfach nicht verlieren, man muss auch keinen Skill haben. Man bekommt, gewinnt immer. Ein Lucky reicht immer aus, um das Level durchzumachen. Jetzt habe ich schon den nächsten Lucky. Aber wir bauen jetzt erstmal die nächste Dev. So, und dann können wir schon das nächste. Obwohl, nee, wir können jetzt hier erstmal noch. Dauert auch nur 1 Minute. Jetzt können wir schon das nächste Level machen. Wieder ein Lucky setzen. Und so geht's weiter. Ja, wenn du kämpfst, kannst du aber auch angegriffen werden. Also wenn du erstmal die Kobalt-Mission machst, kriegst du halt, kannst du, du, es ist, du musst nur warten, bis der Kampf zu Ende ist. Also, und du kriegst den Loot halt relativ safe. Du kannst erstmal Sachen ausbauen, ohne was zu machen. Also ich kann dir sagen, ich finde das am effektivsten. Klar, natürlich kann man auch gleich angreifen, aber du hast erstmal die Truppen alle Level 1. Du hast relativ wenig Truppen. Wir werden ja auch gleich nochmal normale Kämpfe machen. Irgendwann kannst du die Kobold-Mission auch nicht mehr mit einem Laki schaffen, weil dann ein Bogiturm zum Beispiel dabei ist. Da musst du auch richtige Truppen setzen und spätestens dann kann man aufhören mit diesen Kobold-Missionen. Dann kann man mit normalen Sachen angreifen. So, wir haben ja gleich das Ding durch. Ich kann auch Clan-Besuche nachher machen, aber jetzt will ich erstmal, wie gesagt, den Account ein bisschen hochspielen. So, jetzt haben wir wieder den Loot bekommen. Der Loot wird ja auch immer besser. So, jetzt werden wir mal ein bisschen was Teureres ausbauen. Das Armeelager kostet 2,5. Dauert eine Stunde. So, dann werden wir. Ich bin jetzt gerade, muss ich mal gucken. Habe ich schon wieder einen Kobold in der Clanburg? Jawohl. Ich bin jetzt aktuell bei doppelter Feuerkraft. Ja, also es geht bis, ich glaube, da irgendwann steht mal der Obsidian-Turm, glaube ich. Nee, 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 das ist schon zu hoch. Ich muss mal gucken. Irgendwo ist ein Turm. Da steht, weiß ich nicht, verflixter Turm. Nee, verflixte Turm. Durchgangsroute nach dem Gold. Nee, genau, Wachturm. Bis Wachturm geht's.
bis Wachturm, weil beim Wachturm musst du dann das erste Mal Bogies einsetzen, die den Wachturm dann plätten. Oder erstmal vielleicht ein Riese und fünf Bogies. Und sobald du den Wachturm erledigt hast, kannst du dann weitermachen wieder mit Larkies. Nee, also du kriegst die, der Wachturm sichert halt auf jeden Fall. Megaknaller kommst du nicht drüber. Also Megaknaller kann man nicht machen, das wäre dann der Weg auch drum, aber da ist auch nicht Luft auf der. Welchen Account soll ich zeigen? Mein Hauptaccount, der ist hier im Clan, kann ich mal zeigen. Also bei Wachturm setzt auch die Nacht, kann zwei Luft auf der Ender. Da braucht man dann so. So, das hier ist mein Hauptaccount. Ja, in Legende drin. Town Hall 11, fast Max, der King und der Warden ist Max, die Queen ist auf Level 37 und an Death fehlt hier nur noch ein X-Bogen, die beiden Feger fehlt noch je ein Level und dieser eine Bogiturm, dann habe ich die Death komplett Max. Ja, die natürlich dann, sobald die Death komplett Max ist, werde ich natürlich dann alles an reinstecken in die Mauern, ist ja klar, wo auch sonst hin. Aber ich werde das alles gleichmäßig machen, das heißt, ich werde alle Mauerstücke 9 erstmal in Mauerstücke 10 machen und wenn ich dann komplett alles 10 habe, dann fange ich an mit 11 und dann irgendwann natürlich 12, aber das wird noch eine Weile dauern. So, von den Truppen her bin ich gerade dabei, die Walküren auf Max zu leveln. Danach werde ich wahrscheinlich die Miner machen. Und ja, dann weiß ich noch nicht. Habe ich mir noch nicht überlegt, ob ich dann den Golem mache oder den Packer. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Oder vielleicht mache ich auch den Magier. Ach so, du willst die ID meines Accounts haben? Ja, die ist hier. Hashtag 9J9 Paula 2 Gustav Richard Ludwig. Du kannst ja den Stream kurz anhalten und dann kannst du dir das ja ab. Schreiben. So. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Loot. Was wir auf jeden Fall machen, ist tatsächlich die Sachen, die richtig schnell gehen. Also die eine Minute nur dauern. So, in der Zwischenzeit werden wir mal das nächste Kobold-Level machen. Goldrausch, da gibt es richtig viel Gold. Ich weiß jetzt gar nicht, ja doch, hier haben wir einen, haben wir noch. Das dauert natürlich ein bisschen länger. Wenn die Luckys Level 1 sind, dann dauert das natürlich dementsprechend. Ihr müsst gucken, dass ihr auf keinen Fall Loot verschenkt. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Nicht, dass ich jetzt schon Loot verschenke. Ich glaube 13.000 war die Kapazität meines Goldlagers, weil ich kriege ja jetzt 6.000. Da müsst ihr halt drauf achten, dass ihr die Sachen dann verbaut, dass ihr nicht irgendwie Loot verschenkt, weil das wäre ärgerlich. Hallo Dragon Boy, ich zeige gerade, wie man einen neuen Account am schnellsten hochspielt. Also ich habe jetzt tatsächlich mit einer Spende habe ich 5 Kobold-Level gemacht. Weil ich immer nur mehr einen Lucky gespendet habe und ja, dann das ist halt unbesiegbar, weil es nichts gibt, was eine Lufteinheit angreifen kann. Also das ist auch das, was ich sagen würde, was am effektivsten ist, wenn ihr low seid, lasst euch Lufteinheiten spenden, weil es gibt halt keine Gegenwehr bei Luft, ne? Also wenn ihr euch Loons spenden lasst, also Loons Level 6 oder Level 7, die sind sehr stark. 2 Stück davon,
dann könnt ihr richtig abrocken. Also ich sag mal, da kann man mit einem Account, so mit einem Rathaus Level 4 Account, Level 3 Account, kann man locker bis in Gold 3 reinkommen, also ohne Probleme. Man braucht immer nur Loons. Man kann es auch mit Hogs machen, das geht genauso gut, weil die nur auf Dev gehen. Wichtig ist, dass ihr erstmal keine Rathäuser angreift, wo Luftabwehren sind, sondern nur Bogitürme. Das ist relativ easy. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Gold. Da können wir dann erstmal, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen Gems ausgeben. 15 Minuten kosten 5 Gems. So, dann machen wir hier noch die Kanone. Dann machen wir da noch so die 10 Gems, geben wir auch noch mal aus. Also wichtig ist, ihr müsst so schnell wie möglich auf den dritten Bauarbeiter kommen. Das heißt, ihr dürft nicht unter 50 Gems kommen. So, das ist jetzt das letzte Gebäude, 4000. So, jetzt können wir 15 Gems, na, die geben wir auch noch mal aus. Dann bauen wir jetzt hier die Kasernen noch beide aus. So, jetzt gab es hier noch mal extra Gems. Nee, jetzt. Ach nee, eins habe ich immer noch vergessen. Was habe ich denn noch? Irgendwo muss noch was offen sein. Ach so, nee, hier hat jemand eine Freundschaftsanfrage gemacht, Maurice. Ja. Okay, naja, von mir aus. So. Ja, was machen wir als nächstes? Wir machen das zweite Armeelager auch, bauen wir auch aus. Und dann geht's rein in die nächste Kobold-Mission. Achso, ich glaube, ich habe jetzt aktuell kein Kobold mehr drin. Aber jetzt sind die 10 Minuten um, hat wunderbar geklappt. Was meinst du, was falsch ist mit der Luftabwehr? Also ich greife Accounts nur an, die keine Luftabwehr haben mit den Loons. Ich weiß nicht, was du da meinst, was. Ach so, Lakaien, okay. Ja, natürlich sind es Lakaien. Ich meinte Kobold-Level, aber Lakaien, die ich mir spende. So, jetzt geht's weiter. Die nächste Anfrage. Ich kann wieder. Ich spende mir nur ein Lakai. So, und jetzt machen wir das nächste Ding, 4000, 4000. So, und dann, also man kommt bis zu einem Punkt, wo man tatsächlich 50 Sterne in den Kobold-Leveln holt, nur mit Kobolden, mit Lakaien. Ja, da gibt es dann auch noch mal ein Quest, was man damit erfüllt. Ja, wichtig ist, dass ihr die Armeelager auf jeden Fall auf Level 2 habt. Dann habt ihr nämlich für das erste Level gibt es 20 Truppen und für das zweite Level gibt es 10. Dann habt ihr also schon 60 Truppenkapazität. Das ist auch extrem wichtig. Dann für die Level 3, was dann schon ein bisschen teurer ist und auch 3 Stunden dauert, gibt es dann halt nur noch 5 Truppenkapazität, dann seid ihr auch schon beim Maximum angekommen. Wenn ihr die Armeelager beide auf Level 3 habt, 70 Truppenkapazität ist für Rathaus Level 3 Maximum. Ja, dann wie gesagt, die Dev. Wir können ja gleich auch noch mal ein bisschen Mauern bauen. Dann werden wir mal hier die erste Base bauen, richtig?
Ja, gut, wenn du schon in Goldliga bleibst, das ist ja jetzt hier ein Tutorial, wie man am schnellsten einen neuen Account hochzieht. Und wenn du schon in Goldliga bist, weißt du das ja alles. Wichtig ist einfach nur, dass man halt so schnell wie möglich den dritten Bauarbeiter bekommt. Und dazu muss man halt auf 1250 Pokis kommen. Und das geht dann relativ schnell, wenn man sich tatsächlich halt nur. Nur Loons spenden lässt. Also wie gesagt, ab Level 6 sind die schon relativ stark. So, mal gucken, wie viel Gems würde das kosten. Das würde 16 Gems kosten. Wir haben ja noch genug Kapazität. 14.500. Hier unten sind es 13.000. Okay, dann werde ich jetzt mal das nächste Level machen. Ihr seht, ich bin schon bei 27. 27 Stern bei den Kobold-Leveln. Ich meinte halt nur, dass der Chaosfloh bist du, okay? Dass die Gegner, die ich angreife, die sollen keine Luftabwehr haben. Und dann kannst du mit den Loons jedes Dorf besiegen. Aber das werden wir vielleicht hier in dem Stream auch noch sehen. Natürlich sollte man gucken, dass man bei den Angriffen die Clanburg am besten gar nicht braucht. Ja, wenn du die Mission durch hast, dann ist es ja egal. Es geht jetzt darum, ich habe den Account doch gerade erst erstellt. Es geht jetzt darum, wie bringe ich einen Account so schnell wie möglich hoch? Und ohne großen Aufwand, ne? Weil hier muss ich ja nichts machen. Also ich muss nur, guck mal, jetzt habe ich schon wieder ein Quest erledigt, wo ich Gems für bekomme. Das ist, wie gesagt, das ist für Anfänger gedacht, dass man tatsächlich möglichst effektiv, möglichst viel Loot bekommt. Also ich habe natürlich, wenn du jetzt reingehst in den Mehrspielerkampf, dann verlierst du ja auch das Schild, was du hast. Ne? Also wenn wir jetzt mal gucken, ich habe hier schon wieder, so, hier gibt es wieder Anfragen. So, jetzt haben wir 10.000. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die so weit kommen, dass wir das Armeelager noch bauen können. Das Armeelager, sage ich schon hier, das Labor. Also 25.000, das heißt, wir müssen die Elixierlager weiter ausbauen. So, ich jamme jetzt mal hier die Armeelager fertig. Oder zumindest erstmal eins. So, hier, das kostet. Hier ist es zum Beispiel auch am effektivsten. Man macht nicht immer eins nach dem anderen, sondern man macht immer nur eins. Weil jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Level 2 gehe, bekomme ich schon 3000 dazu. Wenn ich hier, bekomme ich nur 1500. Und das verdoppelt sich halt immer. Jetzt, baue ich mal hier das nächste aus. Dann sind wir bei 17.000. Ah, die 19 Gems gebe ich auch mal aus. So, und jetzt kriegen wir schon 6.000 dazu. Dann sind wir schon bei 23.500. Wir brauchen 25.000. So, das dauert 2 Stunden. 30 Gems. Können wir auch noch mal ausgeben. Jetzt mache ich hier erstmal fertig. So, jetzt habe ich 60 Truppenkapazität. Und jetzt reicht es genau, wenn ich hier das Lager jetzt noch mache, komme ich am Ende genau auf 25.000 Truppenkapazität. Lagerkapazität, genau. Und das brauche ich ja fürs Labor, damit ich meine Truppen verbessern kann. Jetzt jamme ich das nochmal schnell fertig hier.
So, jetzt haben wir genau 25.000. Das brauchen wir fürs Labor. Und das Gold geben wir jetzt für die Mauern aus. Wenn wir jetzt noch Gold kriegen dazu, gucken wir mal, was ist denn das nächste? Rohe Gewalt. Habe ich schon wieder einen Kobold drin? Nein. Ein Kobold, sag ich. Ein Lucky. So, dann geht's weiter. Oh, beim nächsten gibt es schon 10.000. So. Ich verstehe dich gerade nicht, ZB. Ja, wenn du Rathaus 7 bist, dann ist das hier. Du brauchst Tipps von einem guten Spieler, ja, genau. Also, ich bin, falls du, ich zeig dir hier nach dem Kobold-Level mal meinen Hauptaccount, der ist Rathaus Level 11 und kurz vor Maximum und ist in der Legende. Und wenn du meinst, dass das nicht gut ist, dann kannst du ja den Stream verlassen. Hallo. Ja? Ich mache das, was du jetzt gerade gemacht hast, dann nochmal. Also bin ich auf meinem Kanal. Also ich könnte lieber keine Ahnung selber. Okay. Nur, dass du da Bescheid weißt. Du sparst gerade auf Magier Level 4? Ja, ist doch cool. Also, wie du am besten farmen kannst, also ist zum Beispiel auch, wenn man sich hier runterfarmt, ich weiß ja nicht, ob du, wenn du schon Rathaus 7 bist, dann hast du ja wahrscheinlich schon den King. Die einfachste Art, sich runterzufarmen, ist, du setzt einfach den King bei irgendeinem Rathaus, wo du angreifst, und dann gibst du sofort auf, dann hat dich das nur die Kosten der Suche gekostet. Und du gehst in den Pokis runter, und da gibt es dann halt Dörfer, die keine Def haben oder wo die Minen halt voll sind, und du ohne großen Aufwand relativ schnell auf Elixier kommst. So, jetzt brauchen wir hier, ich habe jetzt schon 20.000 zusammen. Jetzt gucken wir mal, was das nächste Level bringt. Das nächste Level bringt 12.000 Gold und 2.000 Elixier. Koboldstadt. 12.000 Gold. Können wir die überhaupt aufnehmen? Nee, die können wir nicht aufnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Gold ausgeben. Dazu müssen wir jetzt ein bisschen Mauern bauen. Also, ich würde auf jeden Fall mit dem Magierturm warten. Das könnt ihr ja dann zum Beispiel kurz bevor ihr ins Bett geht. So, ich baue jetzt hier mal ein paar Mauern. Die 8 Stunden. So. Und wie viele Mauerstücke kann man denn hier noch bauen? So, das war's. So, haben wir jetzt Platz für 12.000? Noch nicht ganz. Dann werden wir hier nochmal einen Sammler ausbauen. So, jetzt haben wir Platz für 12.000 Gold. Also wichtig ist halt tatsächlich, dass ihr halt auch nichts verschwendet. Habe ich hier jetzt, nee, einen Lakai spende ich mir noch. Also zum Thema guter Spieler zeige ich dir jetzt nochmal meinen Hauptaccount. So, das ist mein Hauptaccount und der ist seit 4 Saisons in der Legende.
Mein bestes Ergebnis war 5.441 Pokale. Und letzte Saison hatte ich am Ende 5.421 Pokale. Da habe ich zum Schluss noch mal eine Dev gekriegt und mein bestes Insgesamtergebnis war ich in Global Platz 37.140. So, hier möchte jemand einen Drache haben. So, wir können jetzt schon mal hier das nächste Kobold-Level wieder starten. Ich Ja, verabschiede das. mich dann jetzt mal. Du verabschiedest dich? Ja, ich fliege dauernd raus, das ist nicht so cool. Okay, alles klar. Gut, dann sage ich Vielleicht ein Chatter. Tschüss, bis Vielleicht ein Chat morgen. noch da. Ich bin vielleicht im Chat noch da, aber. Okay, alles klar. Ciao, ZB. Bis morgen oder Bis. kannst du mich später nochmal machen? Ja, alles klar. Bis später. So. Ne, den Account, den kriegst du nicht. ZB und ich spielen den zusammen und werden da so ein paar Sachen euch zeigen, die euch vielleicht auch weiterhelfen. Ne? Also wichtig ist natürlich, also hier zum Beispiel, jetzt ist ja gerade aktuell das Magier-Ereignis. Da wäre es natürlich schon ganz sinnvoll, relativ schnell auf Magier zu kommen, weil die so super günstig zurzeit sind. Ich glaube, die sind aber erst ab Rathaus hier. Bis hier kann man, glaube ich, bis Mauerbrecher machen. Ab Rathaus. Da muss noch ein Rathaus hoch. Man muss noch ein Rathaus hoch, um die Magier zu bauen. Kostet, die sind auch relativ teuer. Die kosten 240.000 Elixier, die Magier. Ja, das ist natürlich ein bisschen langweilig zum Zuschauen, aber ihr könnt ja in der Zwischenzeit einfach was anderes machen, ne? Also, beim nächsten Ding, also wir kriegen jetzt hier 2000 Alex. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Alex, damit wir das Labor machen können. Und wichtig ist natürlich auch, dass ihr das Labor baut, damit ihr dann halt schon mal eure Truppen weiter forschen könnt. Das ist ja jetzt alles. Wie gesagt, den Account, den gibt es ja noch nicht lange. Der gibt es ja gerade mal eine halbe Stunde. Und wir haben schon einiges gebaut, ohne dass wir einen Mehrspielerkampf gemacht haben. Ne? Hallo Wolfi. So, gleich haben wir wieder die Lager voll. Dann können wir wieder was bauen. Also wenn man das zum Beispiel mit Loons macht, dann geht das natürlich viel schneller. Die Loons gehen erstmal auf die Dev. Dann kann man auch ein paar Barbaren dazusetzen. Dann muss man nicht so lange warten, bis das Level durch ist. Aber ich finde halt immer, das Effektivste ist, wenn man mit dem geringstmöglichen Aufwand das Maximale rausholt. Und das wollte ich euch zeigen. Also das ist halt mega effizient, was die Ressourcen angeht, aber nicht was die Zeit angeht. Da könnte man halt eventuell tatsächlich sich dann ein Loon spenden lassen. Der Loon geht halt dann nur auf die Dev. Dann, sobald die Dev weg ist, kann man dann Kobolde oder Barbaren oder Bogis dazusetzen, je nachdem. Ich weiß jetzt gar nicht, ich gucke mal gerade. Vielleicht machen wir das auch, dass wir uns dann schon mal einen Loon spenden oder wir gehen dann tatsächlich in Mehrspielerkampf rein. Ich werde jetzt gleich erstmal Truppen bauen. Das kostet ja auch Alex. So, endlich geschafft.
Der letzte, die letzte Kanone. So, jetzt gucken wir mal. Wir werden jetzt erstmal noch, wir haben zwei freie Bauarbeiter. Wir machen jetzt hier das, was schnell geht. Ein Gem. So, dann haben wir hier noch 15 Minuten dauern, kosten 5 Gems. So, jetzt muss ich mal überlegen, was bringt das nächste? Ist, bringt 8000, 8000. Das wäre schon mal viel zu viel. Wenn ich hier baue, dann wären 5000 weg, 8000. Das würde gehen. Ich könnte beide Riesen bauen. Ich könnte aber auch das Alex hier noch für, hierfür ausgeben. Das mache ich auch mal. 8000, das heißt, ich muss auf 17.000 runter. Ich kann ja auch noch Truppen bauen. So, jetzt sind wir schon relativ weit runter. Jetzt bauen wir hier noch. So, jetzt haben wir noch 100, 179 über. Jetzt müssen wir nur noch die Kohle verbraten. Das ist nichts leichter als das. Wir machen einfach die Mauern. 5000. So, jetzt wir kriegen 6000 dazu. Die Kapazität ist 14.000. Das heißt, jetzt können wir schon das nächste Level. Ach nee, wir kriegen 8000 dazu. Dann müssen wir noch ein bisschen bauen. Dann müssen wir bis auf 6000 runter. So. Und jetzt das letzte Kobalt-Level. Danach können wir das Labor ausbauen. Ach, ich werde jetzt mal in der Zwischenzeit, wenn wir angreifen, werde ich hier nochmal den Elixiersammler ausbauen. So, 8000. Ja, und dann haben wir schon das Labor fertig. Die Truppen werden auch langsam gebaut. So. Ja, wenn ihr Fragen habt, irgendwas, könnt ihr gerne in Chat schreiben. Auch noch eine Sache, zum Beispiel, wo man richtig viel Elixier oder auch Dunkles sparen kann, ist, wenn man zum Beispiel im Labor die Barbaren-Level, sagen wir mal, und die stehen kurz davor, ein Level höher zu kommen, kann man sich die gesamte, das gesamte Lager oder Kaserne voll Barbaren hauen. Und sobald es abgegradet ist, kann man die wieder wegmachen und hat dann das Elixier gewonnen, was die teurer werden. Also ganz besonders lohnt es sich natürlich bei Drachen. Das Gleiche kann man auch machen, wenn man zum Beispiel jetzt gerade ein Event ist und
Es sind gerade das Magier-Event, da macht man sich halt kurz bevor das Event endet, alles voll Magier und macht die dann wieder weg, hat dann die geringen Kosten bezahlt für die Erstellung und kriegt aber die hohen Kosten, wenn man sie wieder wegmacht. Also so kann man ohne großen Aufwand relativ viel Elixier gewinnen. Also bei diesen Events lohnt sich das richtig, weil da sind die Kosten ja nur 10%. Das heißt, man hat also quasi den neunfachen, beziehungsweise ja doch den neunfachen Gewinn an Alex, wenn man das dann so macht. So, das Level ist auch gleich durch. Ich schaue mal jetzt gerade noch mal, was ich hier noch so tun kann. Pluto Experimentus. Der ist Rathaus Level 10. Truppenkapazität 200 und hat schon Drachen, okay. Da kann ich nichts mehr machen. So, gleich ist das Level durch. Ja, super, also die 25.000 haben wir voll. Das heißt, wir können das Labor gleich bauen. Ja, dann das nächste ist dann halt, dass man die das Rathaus kann man dann auch relativ schnell upgraden. So. Jetzt bauen wir erstmal das Labor. Ach, wir haben jetzt beide beschäftigt. Okay, dann machen wir das mal fertig hier. So, wie viele Truppen haben wir da? 45. Bauarbeiter haben wir jetzt nicht frei. Das jetzt hier zum Beispiel ist man an der Grenze. Also den Wachturm kann man nicht mehr mit dem einen Kobold machen. Das seht ihr hier. Weil ihr müsst erst den Wachturm wegmachen, bevor ihr dann mit dem Lakai die restlichen Kanonen wegmacht. Also ich würde empfehlen, ihr nehmt ein Riesen oder vielleicht auch zwei und dann einige Bogis hier hinsetzen und dann aus der Clanburg halt, sobald der Bogiturm weg ist, dann die restliche. Aber man kann jetzt hier noch weitermachen. Den Megaknaller kann man noch machen mit dem Lakai. Da muss man vorher zwei Bogis setzen, damit ihr die Luftabwehr wegmacht und dann das war's dann und dann den Lakai setzen und dann kann man halt nächste wäre dann Fort Knops. Das kann ich jetzt leider nicht angucken, das kann man auch noch machen. Also und dann hat man auch seine 50 Sterne hier den Kobold Leveln voll und kriegt dann auch noch mal das Quest. Und hier im Dorf sollte man auf jeden Fall die billigen Sachen alle wegmachen. Also sprich hier die Steine, die kosten 500, die Büsche 250. Das sind ja alles Gems, die ihr dann noch bekommt. So. Jetzt habe ich hier noch eine Anfrage. Ach so, nee, Goldjagd habe ich auch geschafft. Wir werden jetzt mal das Labor fertig jammen. Damit wir wieder einen freien Bauarbeiter haben. Der soll nämlich dann mal ein bisschen abbauen hier. Und zwar, wir haben ja jetzt erstmal Gold. Dann bauen wir erstmal für Gold ab, ein paar Steine.
So, 100.000 kostet das nächste Level der Clanburg. Kann man allerdings erst, wenn man das Rathaus upgradet. So, und hier im Labor auf Level 1 kann man, ich glaube, die Kobolde kann man auch noch machen, wenn man sie hat. Ich habe sie ja im Augenblick noch nicht. So, die Truppen sind voll. Ich werde mir jetzt mal einen Babydrachen, glaube ich, spenden lassen. Babydrache ist mega effektiv. Vor allen Dingen, wenn ihr Verteidigung gewinnen wollt. Babydrache sind richtig stark. Da kommen die meisten nicht mit klar. Also, der ist dann auch halt im Angriff richtig stark. So, dann werden wir jetzt mal tatsächlich mit einem Mehrspielerkampf anfangen. Am Anfang ist es natürlich mega easy. Aber ich glaube, ich werde vorher noch ein bisschen Geld ausgeben. Weil sonst verschenken wir ja das Gold. Ich werde jetzt hier mal die ganzen kleinen Steine noch wegmachen. Also am Anfang kriegt man meist Gegner, die so gut wie gar kein Loot haben. Das werden wir gleich sehen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wenn man ein bisschen Geduld hat mit der Suche. So, jetzt sind wir schon Level 8. Also ihr seht das, wie schnell das geht. Ich habe jetzt den Account seit gerade mal einer Dreiviertelstunde und habe schon so viel gebaut. Jetzt habe ich schon wieder eine Quest erledigt. So ein bisschen Gold müssen wir uns immer aufbewahren für die Suche. Aber die paar kleine Steine, die kriegen wir jetzt noch weg. Sind ja nur noch zwei. Also beziehungsweise drei mit dem, der gerade läuft. Also den Babydrachen, den ich in der Clanburg habe. Der ist halt tatsächlich nur die Notfallreserve. Den will ich überhaupt nicht einsetzen. Wir werden gleich auch mal ein Dorf bauen. Also im Augenblick haben wir noch fast 3 Tage Dorfschutz, beziehungsweise Schild. So, jetzt geht es erstmal los. So, 300 Gold. Das können wir noch bauen, die 1 Minute. Und jetzt machen wir den ersten Mehrspielerkampf. 75 kostet das. So, wir haben jetzt hier schon ein bisschen Loot. Also das ist schon ganz ordentlich. Wichtig ist natürlich, wenn ihr hier angreift, natürlich, das wisst ihr alle, erstmal die Def. Und versucht tatsächlich so wenig einzusetzen wie möglich, weil das sind ja eure Kosten. Desto mehr, ihr könnt jetzt hier vielleicht nochmal einen Bogey hinten dran setzen. Desto mehr ihr einsetzt, desto mehr hat euch der Angriff gekostet und gerade am Anfang bringt euch das ja so gut wie gar nichts. Hier in diesem Bereich haben die meisten natürlich nichts in der Clanburg, aber da müsst ihr halt drauf achten, versucht immer einigermaßen viel Bogies dabei zu haben, damit ihr eventuell euch wehren könnt gegen Clanburg-Besatzung. Das Schlimmste, was in der Clanburg sein kann, das könnt ihr mit Level 1 Einheiten fast gar nicht töten, ist eine Walküre. Eine Walküre auf Maximum, die zerfetzt euch alle Truppen. Der einzige Weg, wie man eine Walküre besiegen kann, ist, man schickt einen Riesen vor. Den erreicht die Walküre nicht, weil sie geht an den Riesen ran. Dann macht sie ihren Schwung und dann ist der Riese schon wieder aus dem Bereich raus. Und dann müsst ihr sie hinten dran mit Bogies vernichten, ne? Dass die Bogies quasi hinter der Walküre herlaufen. Die Walküre läuft hinter dem Riesen her und die Bogies hinter der Walküre. Und so, das ist der einzige Weg, eine Walküre zu töten, weil mit Barbaren und mit Bogies kriegt ihr eine Walküre nicht weg, außer ihr habt 40, 50
Bogies. Und selbst das wird auch noch schwierig, weil die Bogies auf Level 1 machen ja viel zu wenig Schaden. Eine Valkyrie auf Level 6, die hat 1200 Trefferpunkte. Das dauert natürlich ewig. So, ich glaube, ich muss jetzt doch noch ein paar Einheiten setzen, weil ich das sonst mit der Zeit nicht schaffe. Die sind einfach zu schwach. Aber die Barbaren, die kosten ja nicht viel. Eine Minute. Ihr müsst mal rechnen, was hat die Suche gekostet? Das wäre in dem Fall halt nur 75. Was kosten die Einheiten? Und lohnt sich das überhaupt, den Gegner anzugreifen? Ne? Ihr müsst ja immer mindestens das rausholen, was ihr halt für den Angriff auch ausgegeben habt. So, das müssten wir gerade noch so schaffen, die 15 Sekunden. So, jetzt haben wir schon 3 Stunden. Ach so, oh Scheiße. Ah. Ich will die 3 Sterne haben und die 35 Poki. Scheiße, verballert. Ich habe die Clanburg vergessen. Oh, ich Idiot. Naja. Da war nämlich auch noch Loot drin. Das war jetzt mal, wie man es nicht macht. Laküre, ja, das ist eine neue Einheit, die habe ich gerade geschaffen. So, so, jetzt haben wir aber, glaube ich, nicht genug Truppen, oder? Oh, mein Alex. Da müsst ihr halt auch drauf achten. Oh, doch, die Truppen sind wieder voll. Ich werde mal. Was kostet das abbauen? Das können wir noch nicht. 10.000. Dann bauen wir hier noch mal so Level 3. Ne, das können wir auch noch bauen. So, dann geht's auf in den nächsten Kampf. So, der lohnt sich vom Gold, aber wir brauchen mehr Alex. Also suchen wir mal weiter. Zu wenig Alex. Also mindestens 2000 Alex sollten es schon sein. Gold haben wir ja noch genug. Die Suche kostet ja nicht viel. Oh, hier haben wir einen mit 2000 Alex. So, da müssen wir. Hier wird es ein bisschen kritischer. Da erstmal Barbaren vorsetzen. Hier setzen wir Barbaren zur Ablenkung. Und Bogis an die Seite. So, jetzt haben wir alle 3 Dev-Gebäude weg. Und jetzt können wir die Base zerlegen. 2000 Alex ist ja schon mal ganz gut. Diesmal sollte es nicht passieren, dass wir das nicht schaffen. Es kommen auch noch irgendwann Gegner. Oh, jetzt haben wir hier schon den vierfachen Sternebonus, 40.000. Damit können wir ja im Prinzip schon alles fertig machen.
So, 2000, was wollte ich denn mit dem Alex noch machen? Ach so, ich wollte hier auch noch was abbauen. Also das Beste ist, ihr wartet tatsächlich immer bis 4 Minuten und 6 Sekunden, dann kostet das halt nur ein Gem. Es gibt dann auch nochmal 2 Gems, das ist irgendwie 7 Minuten irgendwas. Habe ich jetzt genau die Zeit vergessen. Das geht auch noch. Aber das Beste ist halt, ihr wartet bis 4 Minuten und 6 Sekunden. Dann kostet euch das extrem wenig. So. Jetzt können wir hier wieder ein paar Truppen ausbilden. Oh ja, ich weiß, dass der Rest drin bleibt, aber es nützt ja noch gar nichts, die Lager voll zu packen, weil ich brauche 50.000, um hier was zu forschen. Und hier brauche ich 25.000, um das nächste Rathaus zu bauen. Also insofern, sich die Lager jetzt voll zu packen, bringt überhaupt nichts. Was ich zum Beispiel mega ungerecht finde, wenn ich jetzt boosten will, kostet mich das 30 Gems und ich habe nur 2 Kasernen. Wenn ich Rathaus 11 bin, habe ich insgesamt 6 Kasernen mit den dunklen Kasernen und es kostet genauso 30. Also das finde ich mega ungerecht. Genauso ist es halt auch, wenn ich ab Rathaus Level 8 kann ich 2 Lager für 10 Gems, nicht 2 Lager. 2 Zauberfabriken für 10 Gems boosten. Und wenn ich nur eine Zauberfabrik habe, dann kostet mich das auch 10 Gems. Das war früher viel gerechter. Früher konnte man einzelne Kasernen boosten, man konnte einzelne, also Zauberfabriken boosten. Das haben sie jetzt echt scheiße gemacht. Also die Gratis-Gems, die man am Anfang kriegt, die sind halt in 0, nichts weg. Ihr seht es, ne? Ich habe jetzt nur noch 100. Klar, man kann natürlich noch, ab wann, ab was? Ab Rathaus Level 4 kann man das Nachtdorf noch machen. So einen Tag dauert das, dann das Rathaus abzugraden. Das sollte man dann auf jeden Fall auch über Nacht machen. Dann hat man ja zumindest die Schlafenszeit gespart. Ich habe das früher immer so gemacht, dass ich alle Sachen, die lange dauern sind, halt über Nacht gebaut habe. Und vorher, also hier zum Beispiel auch der Minenwerfer, der dauert auch 8 Stunden, den dann halt auch über Nacht. Apropos, man könnte hier noch die 2 Kanonen, Bomben bauen. So, in der Zwischenzeit können wir auch mal schon anfangen. Ein bisschen die Base zu gestalten. Mal gucken, ob wir hier irgendwie was reinkriegen. Ich gucke erstmal, dass ich hier vielleicht. So, jetzt gleich kommt es dazu, dass ich, was ich euch vorher zeigen wollte, dass es runtergeht auf 2 Gems. Ich glaube, ungefähr 7 Minuten 30 oder so ist das. Können wir jetzt noch mal abwarten. Hallo Alex Bucato. Ja, so kann ein Account aussehen nach nicht mal einer Stunde nach der Erstellung. Also ich finde das schon grandios.
Also gerade wie schnell das am Anfang geht und wie wenig Gems man dafür ausgeben muss. So, jetzt müssen wir darauf achten. 37 geht noch nicht runter. 7,25, 7,24, 7,22, 20. Oder war das erst bei 6? Mir war so, als wenn das bei 7 gewesen wäre. Da ist es. Ich glaube 7,11 oder 7,12. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich habe es nicht gesehen. So, jetzt bauen wir das nochmal ab hier. Den Pilz, der kostet nämlich nur 100. Und der Pilz auch, der stört uns nämlich beim Base-Design. Oder besser gesagt beim Base-Bau. Den machen wir auch noch weg, den Busch. Und dann sollten wir unsere Basis da hinbekommen. So, Layout bearbeiten, alles entfernen. Rathaus erstmal in die Mitte. So, dann kommt auf die eine Seite der Bogiturm. Auf die andere Seite die Kanonen. Dann bauen wir die Clanburg noch dahin. Und dann die Sachen, die viel Verteidigung haben. Also die, sprich die Lager. So, was können wir noch reinpacken? Vielleicht ein, zwei Minen. Und jetzt bauen wir einfach die Mauer hier ringsrum. Ich denke, das müsste ausreichen an Mauerstücke. So, reicht genau aus. Und jetzt können wir noch die Bomben hier ans Rathaus stellen. Und jetzt ganz wichtig ist natürlich, dass die Außen, die Kanonen geschützt werden. Da baut ihr schön die ganzen Gebäude dran. Und hier können wir noch jetzt die anderen Sachen hinbauen. So kann erstmal die Base bleiben. Die speichern wir jetzt mal. Die ist erstmal nicht so leicht zu besiegen. Vor allen Dingen mit dem Babydrachen. Max Babydrachen in der Clanburg. So, jetzt können wir hier noch mal eine Sache abbauen. Und dann machen wir den nächsten Kampf. Oh, da haben wir doch schon mal ein bisschen mehr und wir haben einen Minenwerfer. Den werden wir nicht angreifen. Also den könnten wir angreifen, wenn wir unseren Babydrachen einsetzen. Aber das wollen wir noch nicht. Oh, das wird unsere Lager abfüllen. So, das Wichtigste ist jetzt, das Dorf ist schon recht stark. Das ist halt auch schon Rathaus 4. Das als allererstes, diesmal müssen wir den Babydrachen einsetzen. Wir müssen aber zusehen, dass wir die Luftabwehr down kriegen. Das ist ganz entscheidend bei diesem Angriff. Die Luftabwehr muss down gehen. So, sobald die Luftabwehr down ist, setzen wir den Babydrachen und zwar auf den Minenwerfer. Der Babydrache hat so viele Trefferpunkte, dass dem quasi nichts passieren kann. Hier außen können wir schon mal da, wo alles außerhalb der Range ist, noch ein paar Bogies setzen. Und ja, schaut euch an, wie wenig Schaden die Bogietürme
an den Babydrachen machen. Also im Grunde genommen brauchen wir gar nichts mehr setzen. Der Babydrachen macht alles ganz alleine hier. Das Goldlager ist schon komplett voll. Wir können hier nochmal hier oben noch ein paar Bogies zur Unterstützung setzen. Ja, immer noch über die Hälfte des Lebens der Babydrache. Und die Base ist jetzt komplett zerstört. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Gold im Überschuss. Aber das Gold können wir wunderbar in die Mauern reinsetzen. Ich fange jetzt mal außen an. Erstmal die Ecken bauen. So. Jetzt schauen wir mal, was 10.000. Wir könnten die Kanone machen. Wenn wir jetzt 13.000 würden dazukommen. Wenn man das Lager macht. Ich denke mal, ich baue erstmal noch ein bisschen was ab. Das sind alles Gems, die hier so rumliegen. Ja, Riesen sollten wir auf jeden Fall auch bauen. So, diesen Account habe ich erst vor 1 Stunde und 7 Minuten erstellt. Und ja, ihr seht schon, wie weit er ist. Ich habe die Gems, die am Anfang dabei waren, die habe ich halt schon ein bisschen investiert. Wichtig ist, wenn man halt so einen Account neu aufbaut, dass man 50 Gems behält, weil sobald ich die 1250 Pokis habe, bekomme ich nochmal 450 extra und dann kann ich den dritten Bauarbeiter bauen und dann geht die ganze Sache halt wesentlich schneller, um das Dorf halt so schnell wie möglich hochzuziehen. So, ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen was in die Mauer stecken. Dann werden wir mal wieder einen Babydrache anfordern. So. Jetzt bauen wir hier noch mal auch die Ecke aus. Und dann bauen wir ein Armeelager, eine Kaserne auf Riesen. Jetzt hat man zum Beispiel, wenn dieses Armeelager natürlich, die Kaserne im Bau ist, hat man nur noch die Hälfte der Geschwindigkeit, wie die Truppen fertig werden. Deswegen sollte man tatsächlich auch überlegen, ob man das fertig jammt. Ich gucke mal gerade, es kostet 30 Gems.
könnte ich mir noch erlauben. Aber im Augenblick habe ich ja volle Truppen. Deswegen kann ich auch angreifen. Was meinst du mit Oh mein Gott? Oh, der Gegner ist ja mega. Der hat nur eine Kanone. Immer Barbaren vor, Bogis hinterher. So kann man super leicht die Def besiegen. Haben wir hier außen noch irgendwas? Ja, diesmal werde ich die Clanburg nicht vergessen. Ich setze ein paar Barbaren dran. So, ja, 6000, ihr seht, der ganze Loot steckt komplett im Rathaus. Also wenn ihr mit den Pokis hoch wollt, dann könnt ihr natürlich auch zusehen, dass ihr nur die angreift, wo die Rathäuser draußen sind. Also das passiert hier im unteren Bereich relativ häufig. Desto weiter ihr hochkommt in der Liga, desto seltener passiert das. Jetzt habe ich wieder schon fast die Lager voll. Ich muss einfach die Lagerkapazität erhöhen. So. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen mehr. Wieder ein Gold, 17.500. Kanonen dauern 15 Minuten. So, Level 3, Level 3, Level 2 dauert auch 15 Minuten. Die dauern 3 Stunden, das ist mir zu teuer. Die beiden sind Level 2, das dauert auch jeweils 15 Minuten. Das wären also 5 Gems. Ich muss Alex loswerden. Na, das kann ich auch, indem ich einfach weiter hier ein paar Stämme abbaue. Und für das Gold baue ich hier noch ein bisschen Mauer. Und dann geht's weiter. Ich habe schon wieder, ach, 75 Trophäen habe ich geschafft. Süßer Sieg. Ja, ich kenne Toto Clash, also natürlich nur von den Videos. Eigentlich habe ich ihn selber noch gar nicht geschaut, seine Videos. Ich habe ihn nur immer in Kombination mit dem Skylife COC gesehen. Der war mehrere Male haben die zusammen Videos gemacht und da habe ich ihn halt gesehen. Ich weiß, dass er schon relativ alt ist. Also ich glaube, der dürfte schon entweder Ende 40 oder Anfang 50 sein und ja, irgendwie einer der ältesten YouTuber, der Clash of Clans bringt. Finde ich geil. Weil normalerweise sagt man ja, ist das ein Spiel für Kiddies? Handy-Game? Ich weiß gar nicht, ab wann das verfügbar ist. Irgendwas stand da mal mit 13 oder so, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Früher war
Also meine Söhne, die spielen das ja auch, die sind 9 und 13 und der Kleine hat, glaube ich, schon vor 2 Jahren oder so mit Clash of Clans angefangen. Also mit 7. So, was habe ich gesagt? Ich wollte noch ein paar Sachen abbauen hier und die Mauer weiterbauen. Ach, der streamt gerade. Das ist ja cool. Hier haben wir noch ein paar Stämme. 7000. Ja, aber ich kann ja mal gucken, ob ich in sein Stream reinschauen kann. Im Stream. So, dann gucken wir mal, was er so macht im Stream. Okay. Ihr hört den Ton ja gar nicht von Toto Clash. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen lauter und mach mal das Headset raus, dann hört ihr ihn. So. Hier in Clash of Clans oder meinst du in YouTube? Ich glaube, in YouTube bin ich ja ein kleines Licht. Ein kleiner Clash of Clans-YouTuber, der einfach ein bisschen Spaß an der Sache hat. Aber ich muss jetzt eben mal schauen, ob ich mit dem Alex nicht gleich mal einen Angriff hinlege hier. Aber hier unten ist ja schon wieder alles dicht, ne? Alles dicht hier. Das ist der Hammer. Ich gucke mal hier Ja, mit Greenscreen ist natürlich mega geil, dass er das hier so hinbekommt. Das hört sich auch an. Der ist mir zu leicht. Da, ich weiß gar nicht, ich schaue mal gerade, wie viel Abonnenten hat Ich er. wollte es Alex als Account zeigen auf YouTube. Ja, mache ich gleich. Oh, der ist ja auch so leicht. Okay, also für den brauche ich jetzt 3600 mal was. Abonnenten hat er. Für den brauche ich jetzt mal ein paar Truppen. So, das kennt ihr auch noch nicht. Also die neu auf meinem Kanal sind, ich bin ja mehr accountig und baue immer mal nebenbei Truppen für andere Accounts, die ich hier betreue. So auch für den Alex, So, jetzt machen wir denn mal hier Pause. das ist eigentlich. Es ist schon cool, ja. 103 aktive Zuschauer hat er in seinem Stream drin. Das ist schon richtig cool. Ja, das ist natürlich professionell. Ihr müsst bedenken, ich bin bei Clash of Clans erst seit etwas über 2 Monaten
Und Toto ist ja wahrscheinlich schon ziemlich lange. Ich muss jetzt mal hier die Lautstärke wieder runterstellen, weil sonst. Ja. Der ist sicherlich auch ganz nett. Also das, was ich, wie gesagt, von Sky Live mitbekommen habe, ist er ein ganz cooler YouTuber. Ja, vielleicht komme ich ja auch noch mal irgendwann dahin. Also A, so viele Abonnenten zu haben und B, so eine gute Technik einzusetzen. Also ich meine, ich habe ja, bei mir hat sich ja auch schon einiges verbessert. Also ich habe ja am Anfang habe ich nicht streamen können, weil mein Internet zu schlecht war. Und dann wusste ich noch nicht genau, wie man Intros erstellt. Das habe ich ja jetzt auch dazu gelernt. Oder auch wie man schneidet oder Musik hinterlegt. Da nutze ich übrigens das Programm OBS. Damit kann man ganz gut aufnehmen. Ach so, den Musik hinterlegen zum Beispiel oder das Intro dazufügen. Das habe ich mit Movie Maker gemacht. Bei Windows auf dem Rechner. Und das Intro habe ich erstellt auf, wie hieß das nochmal? Das war so eine Seite, wo man Intros erstellen kann und kostenlos runterladen kann. Habe ich jetzt vergessen. Kann ich euch irgendwann vielleicht auch nochmal ein Tutorial dazu machen. Hi Samuel Gaming. Willkommen im Stream. Ich habe hier einen neuen Account erstellt. Der ist erst seit einer Stunde 21 am Start. Und ja, du siehst, wie gut er schon ist. Also ich bin da schon relativ zufrieden. Ich habe das so gemacht, indem ich halt die ganzen Kobold-Level gemacht habe. Und zwar habe ich mir immer nur ein Lakai spenden lassen und habe das Kobold-Level dann gemacht. Also im Augenblick habe ich ja einen Babydrache in der Clanburg. Aber ich will jetzt im Augenblick auch gar keinen Loot holen. Ich wüsste ja gar nicht, wie ich das richtig verwenden kann. Wir machen mal einfach noch einen weiteren Angriff hier. Truppen sind ja fertig. 6000 Loot ist schon ziemlich geil. Den können wir auch relativ einfach besiegen. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen viele Bogenschützen. Muss ich mal ein paar Bogenschützen verballern. Weil ich setze immer die Kobolde sage ich, die Barbaren und behalte immer so viele Bogenschützen übrig. Muss mal ein paar Bogenschützen mehr setzen, beziehungsweise Barbaren nachproduzieren. So, ich habe dann auch in der Zwischenzeit Truppen ausgebildet für meinen Hauptaccount. Da werde ich gleich mal in die Suche gehen, in die Legende. Und dann können wir vielleicht, falls ich einen Gegner gefunden habe, da gleich mal rüber switchen. Dazu muss ich jetzt erstmal eine Freundschaftsanfrage machen. Ach so, nee. Wenn der im Clan ist, kann ich dem ja auch so zuschauen. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. So. Was habe ich gesagt? Ich muss Barbaren nachbauen. Wie viele habe ich jetzt hier? 29. Da mache ich ein Bogi noch und den Rest Barbaren. Und dann machen wir einfach den Rest wieder beides. So, was bauen wir als nächstes? Ich denke mal, wir werden die
Dings fertig, Cem, die Kaserne, damit wir schneller die Truppen produzieren. So, und mit dem Alex bauen wir jetzt noch ein paar Bäume ab. Und mit dem Gold werden wir 10.000, das heißt, wir können dann noch einen großen Baum machen. Dann bauen wir noch ein paar Mauern. So, denkt dran, immer ein bisschen Gold aufbewahren für die Suche. Nicht, dass ihr dann irgendwann an einem Punkt seid, wo ihr den Gegner nehmen müsst, weil ihr keine Auswahl mehr habt. So, also die Gegner, die jetzt hier so wenig Loot haben, gar nicht erst angreifen. Oder hier so ein, der schon Minenwerfer hat, der hinter einer Mauer steht, den könnt ihr auch einfach wegmachen. Ich meine, klar, ich habe in der Clanburg einen Babydrache, der kann das natürlich ruppen, aber da muss der Loot schon richtig gut sein. So, haben wir nur noch knappe 10 suchen. Jetzt müssen wir schon mal einen Gegner finden. Aber der ist schon besser. Bin ich doch zu weit runtergegangen mit dem Gold. Jetzt finden wir hier nichts Vernünftiges. So, jetzt haben wir nur noch zwei Suchen. Ne, nur noch eine Suche. Dann müssen wir quasi den nächsten nehmen. Das war schon mal blöd. Ich hätte noch mehr behalten sollen. So. Wir könnten natürlich jetzt sehr sparsam vorgehen und nur ein paar Bogis setzen, aber das machen wir nicht. Wir wollen den komplett zerstören. Ich hoffe, das reicht. Was wir an Truppen haben, aber sollte eigentlich. So, die Bogis, die gehen nicht auf die Kanone. Die haben hier das Armeelager angegriffen. So, aber wenn die Def weg ist. Ja, dann geht das. Hi Alexander Neumann. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Morgen kommt der große 100 Abonnenten-Special, Spezial-Clan-Krieg. 50 gegen 50. Ich kann gleich nochmal, sobald hier das Rathaus down ist, zeigen, was wir für einen Gegner bekommen haben. Also morgen ab 9:30 Uhr werde ich streamen, fast den gesamten Clankrieg über. Es sind, ich glaube, jetzt inzwischen 7 Abonnenten, die mitkämpfen werden. Alle restlichen Accounts bin ich. Achso, na, das wollte ich jetzt hier. Jetzt muss ich hier dieses Tutorial noch schnell machen. Ja, mach mal hin hier, Tante. So. Also. Das ist der Clankrieg gegen. Wir sind Clan Level 5. Dieser Clan hat noch nie verloren. 32. Kann ich euch mal hier den Kriegslog zeigen. Von 33 möglichen Kämpfen, 32 gewonnen und ein Unentschieden, und das Unentschieden war mit 100%. Insgesamt habe ich schon viermal den perfekten Krieg gemacht mit allen Sternen, 14 Mal schon. So, und der Gegner ist welches Clan? Level 7, hat 84 Siege. Ach, der hat sogar den Kriegslog öffentlich. Ja, aktuell, er hat 84 Siege und 58 Niederlagen und 6 Unentschieden.
Und hat hier gegen die Road Warriors, hat da ordentlich auf die Nase gekriegt vor zwei Kriegen. Also ihr seht, er hat relativ viele Niederlagen. Also ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir den Klankrieg gewinnen morgen. Aber lassen wir uns überraschen. Also hier oben ist ein Rathaus 11 und dann gibt es hier unten noch ein paar Clankriegs-Accounts, also noch ein Rathaus 11 auf 11 und noch ein Rathaus 11 auf 15. Und dann haben wir hier ganz unten haben wir noch ein Rathaus 10 auf 28. Haben wir natürlich nicht. Wir haben hier oben zwei Rathaus 11er und dann haben wir hier nochmal zwei Rathaus 10er. Und das war's dann. Dann haben wir hier unten halt diese ganzen Low-Accounts. Ja, da wie gesagt, kommt morgen der Clankrieg mit viel, viel, viel Kämpfen. Und ich würde sagen, ich werde mich dann jetzt verabschieden. Und morgen sehen wir uns dann. Ab 9:30 Uhr wird gestreamt. Ich sag, ach so, ja gut, dann besuche ich noch mal dein Dorf und dann danach machen wir Schluss. Spielersuche. 9. Ah, okay, du hast noch eine halbe Stunde. Na gut, dann werde ich mal versuchen, in der halben Stunde noch einen Legendenfight euch zu zeigen, einen Live-Fight. Ich starte jetzt mal die Suche in der Legende und mal gucken, ob ich einen Gegner finde, der einigermaßen okay ist. Dann schauen wir uns jetzt erstmal den guten Alexander Neumann an. U. C. VV0. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den nicht richtig geschrieben. So, wir haben hier ein Rathaus 9er, der 296 Sterne hat. Naja, das ist nicht sehr, so sehr viel. Wenn ich mir so deine Helden angucke, sollte es auf jeden Fall die Queen noch auf Level 10 bringen, damit die das nächste, also die macht ja alle 5 Level, macht ja die Queen mehr Bogies, heilt sich mehr und macht mehr Schaden. Und ich habe hier gerade einen Gegner gefunden, aber ich glaube, das sind mir einfach zu wenig Pokis. 9 Pokis für 3 Sterne ist mir zu wenig. So, ja, also du solltest an Truppen solltest du auf jeden Fall als nächstes die Drachen, denke ich mal, machen auf Level 4. Die sind sehr effektiv. Und da du schon die Walküren auf Level 3 hast, da fehlen nur noch 2 Level, beziehungsweise nur noch ein Level, dann hast du sie auf Level 4. Das ist für Rathaus 9 Maximum. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Sind zwei sehr starke Truppen, die Drachen und die Walküren für Rathaus Level 9. So, dann schauen wir uns mal dein Dorf an. Schade, du wurdest gerade angegriffen, ist ein bisschen kaputt. Du hast hier einen X-Bogen schon auf Level 3, einen X-Bogen auf Level 1. Das hätte ich versucht, etwas gleichmäßiger zu machen. Also erst den einen auf 2, dann den anderen auf 2 und dann erst auf 3. Aber gut. Du hast sie schön auf Luft gestellt, das ist okay. Dieses Base-Design finde ich auch nicht schlecht. Das kann man so quasi lassen. Versucht natürlich die Bogitürme noch ein Level hoch zu machen. Bogitürme sind immer mit das Wichtigste, weil die auf Luft und Boden Truppen gehen. Dann solltest du die Magiertürme noch ein Level hoch machen. Und natürlich den X-Bögen. So, die
Clanburg hast du auf Maximum Level. Jetzt schaue ich mal gerade deine Armeelager. 220 Truppenkapazität ist einwandfrei. Ja, also Bombenturm halte ich auch jetzt nicht so für so wichtig. Den musst du nicht unbedingt leveln. Also zumindest nicht mal am Anfang. Da würde ich dann eher noch die anderen Sachen noch leveln, wie die Kanonen zum Beispiel und die Teslen, die ich ja jetzt nicht sehe. So, warte mal, hier hast du den zweiten Feger, der zeigt nach unten. Die Position der Feger würde ich eventuell noch ein bisschen verändern, dass sie in diese Richtung zeigen, wo auch die Feger sind. Also den würde ich dann ein bisschen drehen, dass der hier auf diese beiden Luftabwehren zeigt. Wo hast du hier ist die letzte Luftabwehr. Ja, der Feger kann quasi so stehen bleiben. Vielleicht noch ein bisschen mehr in diese Richtung drehen hier. Ja, ansonsten ist alles gut. Schauen wir uns mal noch das Nachtdorf an. Cool, hier bist du schon ein bisschen höher. Meisterhütte 7 ist recht stark. Dein Dorf sieht fast genauso aus wie meins. Ich habe die Bogitürme habe ich allerdings jetzt schon auf Level 7. Aber die Zerschmetterer sind genau so wie bei dir wie bei mir. 4 und 5 habe ich genauso. Die Doppelkanonen sind bei mir jetzt schon auf Level 6. Und ich glaube, die Luftabwehren, da habe ich auch schon 2 auf Level 6 und 1 auf Level 5. Multimörser ist genauso. Kanone, die Riesenkanone ist bei mir schon auf Level 4, die habe ich jetzt gemacht. Ja, was würde ich dir raten in dem Dorf? Oh, jetzt müssen wir mal raus. Ich habe einen Gegner gefunden in der Legende. Da müssen wir mal reingehen in den Kampf. So, ich gucke mal gerade, wo setze ich denn jetzt an? Wo die meiste? Ich setze mal hier unten an. So, und ansehen. Also ich fange hier mit einem Queen Walk an. Mit Warden. Ja, schade, dass jetzt hier dieser blöde Balken da ist. Aber ich werde jetzt hier mal groß zoomen. So, jetzt schießen hier zwei Kanonen auf mich. Ich brauche noch keinen Wutzauber zu bringen. Ja, 26 Pokale bekomme ich bei 3 Sterne. Ich werde wahrscheinlich nur einen Stern holen, weil in der Mitte haben wir Multi-Inferno, Single-Inferno, drei Luftabwehren. Da werde ich einfach nicht hinkommen. Ich werd es probieren. So, jetzt mal gucken, wie es ist. Jetzt schießen drei Dev-Gebäude auf mich. Ja, ist schon relativ gut gelaufen. So, jetzt werde ich aber eine Luftabwehr blitzen. Und zwar diese hier. Das Erdbeben so setzen, dass ich die andere Luftabwehr mitschädige. Und so, jetzt werde ich mal hier schon einen Babydrachen setzen erstmal. So, hier haben wir jetzt das Problem, dass der Inferno den Warden angegriffen hat. Ich hoffe, dass der, naja, gut, der ist raus. Der Warden ist tot. So, mal schauen, ob wir hier noch. Also, jetzt muss ich mal hier hochgehen, dass ihr das auch seht. So, hier haben wir jetzt. Also, mit der Prozente dürfte kein Problem mehr sein. Jetzt werde ich mal hier Babydrachen setzen und die Clanburg setzen. Ich habe noch Wutzauber da. Da werden wir auch mal einen Wutzauber setzen. So, die Queen ist jetzt gestorben. Jetzt setze ich hier noch den King. So, mal schauen. Jetzt den nächsten Wutzauber. Ob wir das Rathaus noch bekommen? Ich glaube es ja nicht, aber mit ein bisschen Luck. Nee, das wird nichts. Aber immerhin haben wir maximale Prozente geholt, 70%.
Und einige Sterne kriegen wir auch. 26, schade, leider nicht 9, 8 Sterne kriegen wir. 8 Pokis, sorry. Und richtig guten Loot. Über 1 Million, 1,1 Millionen Loot und 4.500, dann noch der Bonus dazu. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Jetzt bilde ich noch mal Truppen aus. Okay, du bist seit einem halben Jahr Town Hall 9. Also ich war ungefähr über ein Jahr Town Hall 9, weil ich war auch ein bisschen gerusht. Ich wollte unbedingt die Queen machen und wie ist der Sternebonus? 1,44 Millionen kriege ich, wenn ich beim nächsten Mal gibt es die schon. Den Sternbonus. So. Jetzt werde ich. Was mache ich denn jetzt mal? Na gut, ich booste jetzt noch mal. Es ist schon 23 Uhr, aber egal. Wie sieht es hier aus? Muss auf jeden Fall noch einen Angriff machen, dass ich die. Ich werde dann den Minenwerfer bauen, der 8 Stunden dauert. Und was dauert noch lange? Ich werde dann hier noch die Kaserne bauen. Die dauert auch noch lange. Die dauert 4 Stunden. Okay, vorher werde ich, glaube ich, dann noch die andere Kaserne auf Level 3 machen. Jawohl, so werde ich es machen. Oder ich baue noch. Ah, das sind nur 2 Stunden. Wie viel wären das? Das wären 3 Stunden. Nee, das mache ich nicht. Okay, dann mache ich jetzt noch so einen Angriff, dass ich meine Lager voll kriege. So, toll. Ich muss mir gucken, wie viel Loot ich bekomme. Das ist mir zu wenig. So, das lohnt sich doch schon mal. 18.000. So, da haben wir eine Kanone. War das alles? Nur die eine einzige Kanone? Ja, dann können wir mal angreifen hier. Die Barbaren als Kanonenfutter und die Bogis hinterher. So, mehr Truppen brauche ich eigentlich gar nicht setzen, weil wir haben keine Def mehr. Nee, natürlich mit Vierfach. Also der normale Sternbonus ist dann halt geteilt durch 4. 1,4 Millionen. Warte mal, habe ich hier irgendwo mein Handy? Ja, musst du selber rechnen. Also ich habe jetzt keinen Taschenrechner da. 1,44 Millionen geteilt durch 4 sind 14 sind 3, bleiben 14 Rest. Ach, Blödsinn, was ich sage. 14 sind 3, ja doch 300. 240 bleiben 8. 380.000. 380.000 Gold, 380.000 Alex und 1000. Nee, warte mal, das müssen 2000. Nee, 1800. Kann das stimmen? Ja, 1800 Dunkles ist der Bonus der Sternbonus in der Legende. Der steigt übrigens nicht mehr. Ich glaube. Titanliga, danach steigt der Sternenbonus nicht mehr. Da bleibt er gleich. Da steigt dann nur noch der Ligabonus. Der Ligabonus ist in der Legende
340.000 und 2.400 Dunkles. Also der Liga-Bonus ist, was das Dunkle angeht, höher als der Sterne-Bonus. So. Achso, ich wollte ja die Helden boosten. In meinem Hauptdorf. So, und hier wollte ich noch was bauen. Genau. So, ich habe gesagt, ich baue einmal die Kaserne noch fertig. So, und dann könnte ich auch theoretisch ein Armeelager bauen. Das sind 8 Stunden. Nee, 3 Stunden nur. Okay, und das waren 4 Stunden. Ja, okay, dann baue ich jetzt den Minenwerfer. Der dauert 8 Stunden. Jam hier das noch fertig. So, und jetzt noch die Kaserne auf Kobolde. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich denke mal, ich werde durch den Babydrachen werde ich einige Verteidigung gewinnen. So, ich werde jetzt hier nochmal den Minenwerfer nach innen setzen. Weil falls der dann fertig ist in 8 Stunden, der kommt genau ins Zentrum. So, jawohl. Und hier machen wir dann noch den Elex-Sammler vor. Ja, das gefällt mir doch ganz gut. Gut, dann sage ich Tschüss und bis morgen, ne, bei dem Stream 50 gegen 50 Clankrieg. Ab 9:30 Uhr morgen wird gestreamt. Bis dann.